Auf diesen Tag haben viele Disney-Fans lange gewartet. Disneyland Paris kündigt das neue Jahreskartenprogramm an. Doch sind die neuen Pässe das, was die Fans erwartet haben? Wir stellen euch den brandneuen Disneyland Pass vor, der noch diesen Monat für ausgewählte Gäste verfügbar sein wird. Ende März kam die überraschende Mitteilung, dass ab sofort der Verkauf sämtlicher neuer Jahreskarten gestoppt werden würde. Der Grund? Eine Überarbeitung des Angebots und Anpassungen an das Feedback der Gäste. Heute kündigt Disneyland Paris den Launch des Nachfolgeprogramms an, den Disneyland Pass. Künftig wird es drei verschiedene Optionen geben, wenn man eine Jahreskarte kaufen möchte: Gold, Silber und Bronze. Doch worin unterscheiden sich die drei Abstufungen? Welche Vorteile bringen sie jeweils? Und was kosten sie? Wir haben die Antworten für euch. Die Staffelung unterstreicht die Wertigkeit des jeweiligen Tickets. Der Bronze-Pass ist das Einstiegsangebot, Silver ist das Mittelfeld und Gold ist die Premium-Option. Der günstigste Disneyland-Pass ist demnach der Bronze-Pass. Diese Option kostet euch einmalig 289 Euro. Für einen Aufpreis von 210 Euro könnt ihr den Silver-Pass bekommen. Dieser liegt bei 499 Euro. Die teuerste der drei Optionen ist dann der Gold-Pass für 699 Euro. Kommen wir zu den Gemeinsamkeiten und Unterschieden der drei Pässe. Für alle drei Varianten gilt, ihr bekommt unlimitierten Zugang zum Disneyland Park und zum Walt Disney Studios Park. Das Kleingedruckte bei dem Angebot ergänzt allerdings, der unlimitierte Zugang wird eingeschränkt durch einerseits die Zugangstage, dazu gleich mehr, und andererseits ist nach wie vor eine vorherige Reservierung zwingend erforderlich. Alle drei Pässe können jeweils nur drei Reservierungen gleichzeitig halten. Hier gibt es keine weiteren Abstufungen und auch keine Aussicht auf Besserung. Unseren Freunden von DLP Report zufolge soll die Verfügbarkeit von Reservierungen künftig nicht mehr von einem eigenen Jahreskartenkontingent abgehen, sondern von einem Gesamtkontingent abhängig sein. Das bedeutet, solange man Tickets für einen Tag kaufen kann, sind auch Disneyland Pass Reservierungen verfügbar. Da Disneyland Paris erfahrungsgemäß meist nur an einzelnen Tagen während der Sommerferien, in der Woche von Halloween und um Weihnachten und Neujahr herum wirklich komplett ausgebucht ist, sollte es hier im Normalfall genug Reservierungskapazität geben, was die Frage nach der Notwendigkeit eines Reservierungssystems aufkommen lässt, doch das ist ein ganz anderes Thema. Die bereits angesprochenen Zugangstage sind der erste Unterschied des neuen Disneyland Passes. Der Bronze Pass gibt euch Zugang an bis zu 170 Tagen im Jahr. Beim Silver Pass sind es schon 300 Tage und der Gold Pass bietet an 365 Tagen Einlass in die Disneyland Paris Parks. Eine Besonderheit des Bronze Passes ist allerdings, erst nachdem ihr diesen Pass das allererste Mal benutzt habt, sprich vor Ort seid, könnt ihr die nächsten Tage reservieren. Damit gibt dieser Pass keine vollständige Planungssicherheit für eine erste mehrtägige Reise her. Der nächste Punkt ist ebenfalls wieder bei allen drei Pass-Varianten verfügbar. Sowohl Bronze, Silver als auch Gold gewähren euch kostenloses Parken mit einem PKW oder Motorrad auf dem Disneyland Paris Hauptparkplatz. Wenn ihr gerne am Shoppen seid und Souvenirs und Fanartikel sammelt, ist der nächste Punkt besonders wichtig für euch. Der Jahreskartenrabatt in den Shops. Mit dem Bronze-Pass bekommt ihr nämlich gar keinen Rabatt in den Boutiquen des Resorts. Die Gold-Version hingegen gewährt euch 15% Nachlass, während die mittlere Version immerhin 10% Rabatt gibt. In den Restaurants verhält es sich identisch. Auch hier gibt es für die drei Abstufungen jeweils 0, 10 und 15% Rabatt. Dieser Rabatt ist nicht gültig an Snackcards, Kiosks oder Bars. Macht ihr gerne Fotos? Dann solltet ihr beim nächsten Punkt näher hinhören. Mit dem Fotopass Plus könnt ihr das gesamte Jahr lang auf die Bilder zugreifen, die die Fotopass-Fotografinnen in den Parks von euch machen. Dazu gehören auch die beliebten Magic Shots sowie Souvenirfotos von den Attraktionen. Während dieser Vorteil bei dem Goldpass bereits inklusive ist, können Silver-Member den Fotopass Plus mit 10% Rabatt dazu buchen. Bronze-Mitglieder haben hier aber keine Vorteile. Eine letzte Inklusivleistung ist die Extra Magic Time. Während dieser zauberhaften Extrazeit sind die Parks nur für bestimmte Gäste vorab geöffnet, darunter Disney-Hotelgäste und Gold-Member.
Zum aktuellen Zeitpunkt läuft die Extra Magic Time jeden Morgen von 8.30 Uhr bis 9.30 Uhr vor der offiziellen Parköffnung in beiden Parks. Diese Details können aber immer mal wieder variieren. Dieser Vorteil ist nur beim Gold Pass inklusive und ist beim Bronze- oder Silver Pass nicht hinzubuchbar. Okay, doch fehlt da nicht etwas? Schauen wir jetzt auf die alten Jahreskarten und vergleichen die Vorteile miteinander. Dabei fällt auf, dass die Liste an Inklusivleistungen deutlich kürzer geworden ist. Die neue Generation der Jahreskarten beinhaltet weder die Sondertarife für die Disney-Hotels, noch Rabatte auf Parktickets oder vergünstigte Freundetickets. Dazu ist der maximale Rabatt in den Shops ebenfalls geringer geworden, von 20% auf maximal 15%. Andere Inklusivleistungen von früheren Jahreskarten fallen ebenfalls mit dem Disneyland Pass weg. Ab dem 19. Juli 2023 wird es keinen Zugang mehr zum VIP-Parking oder den separaten Jahreskarteninhaber-Parkeingängen geben. Außerdem werden die Gepäckaufbewahrung, die Haustierbetreuung, Kinderwagen und Rollstühle nicht mehr kostenfrei sein. Ab dem 1. August 2023 sind dann auch die VIP-Bereiche für Shows wie zum Beispiel Disney Dreams Geschichte. Ein paar neue Extras bietet der Disneyland Pass allerdings dann doch. So soll es viermal im Jahr exklusive Annual Pass Events geben, die jeweils einem bestimmten Thema gewidmet sind. Das erste dieser Events ist eine Jahreskartenparty, die am 29. September 2023 stattfinden wird. Also einen Tag vor dem Ende der Feierlichkeiten zum 30. Jubiläum von Disneyland Paris. Tickets dafür sind ab Ende August für Annual Pass und Disneyland Pass Inhaber sowie maximal einer Begleitung erhältlich. Als weiteres Extra wird es mehrmals jährlich besondere Character Meet and Greets geben, die dann für etwa 3 bis 4 Wochen laufen sollen. Diese werden in einem frisch renovierten Bereich unterkommen, wobei Gelegenheit auch andere Events wie zum Beispiel Pop-Up-Stores nur für Pass-Mitglieder eröffnet werden. Wie kommt ihr nun aber an die neue Jahreskarte? Der Verkauf startet am 19. Juli und soll erstmals komplett digital möglich sein. Allerdings ist die Bestellung vorerst nur für aktuelle Jahreskarteninhaber möglich. Entweder als Verlängerung oder als Stornierung mit Neubestellung. Im Laufe des Sommers soll der Disneyland Pass dann für alle verfügbar werden. Allerdings wurde bereits betont, dass es nur limitierte Kontingente geben wird. Dieses Verfahren kennen wir bereits von Disneyland Resort in Kalifornien und Walt Disney World in Florida. Sollte ein Kontingent erreicht sein, wird die Variante des jeweiligen Passes also ausverkauft sein. Die anderen Pässe werden weiterhin verfügbar sein. Und sobald Kontingente wieder frei werden, sind Verlängerungen und Upgrades in höhere Kategorien möglich. Übrigens wird nicht nur der Verkauf selbst online funktionieren. Auch der Pass selbst wird erstmalig in der Disneyland Paris App auf eurem Smartphone verfügbar sein. Eine physische Karte kann einmalig vor Ort abgeholt werden. Dort kann man übrigens auch den Pass selbst abschließen, wenn man es eben nicht online machen möchte. So, das ist also der neue Disneyland Pass. Was haltet ihr von dem Jahreskartennachfolger? Seid ihr überzeugt? Oder greift ihr in Zukunft dann lieber zu einem Pauschalurlaub, statt die Jahreskarte zu verlängern? Egal wie ihr euch entscheidet, die Links, um Tickets, den Disneyland Pass oder eine Pauschale mit Hotel zu bestellen, findet ihr in der Videobeschreibung. Mit dem Kauf über einen unserer Affiliate-Links unterstützt ihr DisneyCentral.de. Denn für euch bleibt der Preis damit derselbe und wir können eine kleine Verkaufsprovision erhalten. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Für weitere Disney-News und Specials abonniert unseren Kanal, aktiviert den Alarm und lasst auch gerne ein Like da. Bis zum nächsten Mal.